Die Energiequelle nehmen wir gleich mal mit. Und füllen uns einfach mal wieder auf. Schade, dass ich kein Silberschild habe. Aber, naja, ist auch jetzt nicht großartig wichtig. Schilde benutze ich ja nicht so wirklich. Deswegen macht das jetzt nichts Großartiges. Hier haben wir wieder einen Bernstein, super. Gleich mitnehmen. Wir können auch hier diese, ja, Maden, Larven, wie auch immer aufschlagen. Dann kriegen wir entweder ein bisschen Geld oder Gold natürlich. Oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber auch nichts Besonderes. Also es ist eigentlich Zeitverschwendung, die jetzt aufzuknacken. Oder aufzumanschen. Wie auch immer. Also lasse ich es in dem Fall. Ja, wie gesagt, auch nicht verlaufen hier. Man muss sich hier so ein bisschen zurechtfinden. Also fotografisches Gedächtnis wäre schon ganz hilfreich. Und hier sind wir wieder, wo wir angefangen sind. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Hier längs. Hier war ich glaube ich auch schon. Yay, ich habe mich verlaufen. Da war ich schon. Dummi-dummi-dummi-dumm. Tja, das war schon verdächtig mit dem Schatten. Okay, hier wird es so ein bisschen steinig. Der Weg ist steinig und schwer. Naja, und verwinkelt. So, hier war ein Bernstein. Der ist natürlich jetzt wieder nicht, also der ist natürlich jetzt nicht da. Es war da, war da, da, war da eine Fee oder war die schon frei? Die war schon frei. Jetzt hört auf zu nerven. Mensch. Stirbt. Legt euch schlafen. Sofort. Ja, die legen sich immer so komisch schlafen. Also ich verrenke meine Arme und Beine auch immer so. Wenn ich schlafen gehe. Hier ist der Anfang. Ja, ich habe mich nicht verlaufen. Nein, nein. Ich weiß ja genau, wo alles ist. Ja, ich laufe einfach mal wieder geradeaus weiter. Nervt nicht. So. Hier ist ein Bernstein. Laufen wir mal hier lang. Das ist der Weg, der steinig und schwer ist, glaube ich, ne? Tja. Tja, tja. Oh. Wow. Okay, das ist doch ein neuer Weg anscheinend. Anscheinend. Muss aber nicht. Nee, hier war ich auch schon. Ja, dann laufen wir hier nochmal lang. Der ist auch sehr steinig und schwer. Lecker Honig. Oder, na, kann auch, na, Harz kann das nicht unbedingt sein. Aber was wollen, wow, was wollen Ameisen bitte mit Honig? Und Honig wächst ja neuerdings ja nicht irgendwie unter der Erde, ne? Also wächst ja Honig auch nicht. Vielleicht sind die Bienen ja neuerdings auch irgendwie unter der Erde. Wäre ja auch mal cool, ne? Ist ja alles mögliche unter der Erde, so Ameisen und, ja, Ameisen sehr offensichtlich. Und so was halt, ne, Mäuse. Aber wo sind denn jetzt hier, wo laufe ich denn überhaupt lang immer? Schade, dass es keine Map gibt. So eine Karte wäre ganz cool eigentlich. Ah, es gab einen bestimmten Weg. Den müsste man nur wissen. So, das ist wieder der Teil. Das ist eigentlich total simpel, das Level. Also, das, eigentlich war das nichts Großartiges. Die die Ameisenkönigin, die ist richtig heftig. Also, der Endboss, also was heißt heftig, aber auch wiederum nervig. Denn die ganzen, also bei der Königin da, also da gibt es natürlich, wie bei fast eigentlich jedem Spiel, gibt es ja nicht nur diesen Endgegner, sondern da gibt es ja dann auch die, naja, diese optionalen Gegner hier, so wie die Ameisen. Gibt es bei der Königin dann auch. Also wer Medieval nicht kennt, ich weiß ja nicht, der hat da wirklich was verpasst. Der sollte das wirklich mal zocken, beziehungsweise mir halt zuschauen. Und, ja. Aber Medieval ist schon cool, schon cool. Ja. Wenn man den Weg wüsste, ne? Dann wird es nämlich echt einseitig langsam. Was gibt's denn hier unten? War ich hier schon? War ich hier schon? Oh, geh weg, Spinne. Spinne. Ameise.
Ja, hier war ein Bernstein. Tja. Geh weg. Nein, ich gehe jetzt mal andersrum. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ja, die jetzt anzugreifen ist eigentlich ein bisschen sinnlos, weil wenn man die alle hier, ja, sagen wir mal, schlafen legt, dann kommen da sowieso neue. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt lang? Ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor hier. Das kenne ich eventuell noch nicht. Ja, das wäre möglich. Hier ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich gehe aber nochmal hier lang. Was es denn hier genau gibt. Weil Bernsteine darf man auf jeden Fall nicht übersehen. Auch keine Feen oder sowas. Weil es gibt bestimmte Punkte, wo man dann irgendwann nicht mehr zurückkommt. Und ja, wenn man halt irgendwas vergisst, irgendwelche Feen oder sonst irgendwas, dann ja, hat man ein Problem. So, hier ist noch ein Bernstein. 3 Stück brauchen wir noch. Und hier müsste auch, glaube ich, eine Fee rumschwirren. Ja, der Weg war hier optional. Sehr gut. Dann haben wir jetzt alles abgegrast. Wie gesagt, also wenn man den jetzt, also wenn ich jetzt nicht zurückgegangen wäre, dann hätten wir einen Bernstein weniger. Was nicht gut wäre, ne? Dann müssen wir nämlich das Level nochmal machen. Das ist fast so wie, ja, das Level absolvieren. Gibt es hier eigentlich einen Kelch? Ich meine nicht. Ich könnte ja meine Ameise nochmal platt machen. Nein, hier gibt es keinen Kelch. Das wäre ja auch ein bisschen seltsam. So, hier ist nochmal eine Fee. Hier ist nochmal eine Fee. So, 3 Stück noch. So, und hier geht es dann weiter. Also wenn man keine Keule hätte oder einen Hammer, dann kommen wir hier nicht wirklich weiter. So, gibt es hier irgendwas? Außer diese Larven. Anscheinend nicht. Gut, dann können wir weiter. In den nächsten Gang. Joa. Dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Ah, hier haben wir die nächste Fee. Na, geht weg. So. 2 Stück noch. Ich gehe nochmal zurück. Da gab es ja 2 Gänge. Ja, es ist eigentlich nur so ein Sammellevel, wo man halt sammeln muss und, ja, großartig erzählen könnte ich jetzt auch nicht. Hier ging es noch lang. Haben wir hier irgendwas? Kann man die Kamera mal drehen, bitte? Danke. Ja, sieht auch... Hä, war, nee, hier waren wir doch, oder? Nee, ich komm. Ich gehe jetzt einfach den Weg. Wenn ich irgendwas vergessen habe, muss ich das Level halt wiederholen. Ja. Kann man halt nicht ändern. Und so schwer ist Medieval jetzt auch nicht. Es gibt ja nicht mal Schwierigkeitsgrade. Das wäre mal übel. Medieval mit Schwierigkeitsgrade. In Medieval 2, es gibt nämlich auch noch einen zweiten Teil. Ich meine, da gibt es auch keine Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, früher war das auch nicht wirklich Trend. Weißt du, früher hat man das einfach noch nicht gehabt halt. So, da ist noch ein Bernstein. Ich glaube noch 2, genau. Eine Fee, da müssen wir auch mal nachgucken. Hier ist eine Fee. So, noch eine Fee und 2 Bernsteine. 2 Bernsteine. Ach, Kamera. Oh, hier nochmal Wunschbrunnen. Oh, hier ist, glaube ich, der Abschnitt, wo man dann erstmal nicht wieder zurück kann. Ja, also wenn man hier runter geht, dann... Na, wenn man hier runter geht, dann kommt man nicht mehr zurück. So, ich habe hier also erstmal alle Feen befreit. Dann kriege ich eine fette Belohnung. Weil ich sie gefreit habe. Weil sie ja gefangen waren. Ja. So, dann einkaufen müsste ich mal gucken. Armbrust ist auch ganz praktisch bei der Fee. Bei der Fee, genau. Bei der Ameisenkönigin. Ah, ist alles voll. Wurfdolche, naja, komm. Muss nicht sein.
Doch, vielleicht ab... naja, was soll's. Als Absicherung habe ich mir so gedacht. Ich glaube, wir sind schon bei der Königin. Dann haben wir Bernsteine übersehen. Yay. Ich kann ja mal gucken. Yay, 2 Bernsteine. Super. Und wir können nicht mehr zurück. Nein. Aber ich habe die Feen befreit. Ne? Das ist schon mal... Ne, dann müssen wir das wieder... Ach, dann müssen wir das halt nochmal wiederholen. Was soll's. So, dann hole ich mal meine fette Armbrust raus hier. Und greife die alte einfach mal an. Ich greife die alte mal einfach an. Ja, hier geht es jetzt einfach darum, zu überleben. Aber ich habe ja genug Lebensflaschen da oben rumhängen. Müsste eigentlich kein Problem darstellen. Ach, man kann die auch, glaube ich, nur angreifen, wenn die irgendwelche besonderen Posen macht. Meine ich. Oder so. Ach, ich glaube, wenn die diese Steine fallen lässt. Ja, jetzt. Genau jetzt kann man die angreifen. Wenn sie halt dieses, ja, was auch immer macht. Ja, leider verliere ich hier sehr viel Energie, weil diese Spinnen hier auch noch... die Spinnen? Warum sage ich immer Spinnen? Wenn die Ameisen hier rumlaufen. Ameisen, mein Wortschatz, sind Ameisen sehr, 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 nicht vertreten. Weiß ich nicht, Ameisen, da denkt man nicht so oft dran, obwohl die auch tausendfach existieren, ne? Achso, das war noch nicht ihre Pose. Will halt Model werden, ne? Vom Beruf. Das ist einer, ja, der schwersten Gegner bis jetzt. Also 1000 ja, Lebenspunkte ist schon recht viel. Also die anderen Endbosse hatten nicht so viele. Aber in dem Level, ja, also das ist ja das Level in einem Level. Und das Level, wo wir vorher drin waren, gibt es auch nochmal einen Endboss, aber das, ich weiß gar nicht, ob der jetzt großartig auch so viele Punkte besitzt. Müsste man halt gucken. Muss ich ja auch noch durchschreiten, das Level, aber das ist auch nichts Besonderes eigentlich. Man muss da auch wieder halt, ja, nicht sammeln, aber... Man muss da halt so ein bisschen rumtricksen. Um alle möglichen Türen öffnen und so was. Auf einem Level bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und da freue ich mich auch sehr drauf. Oder zwei sogar. Da gibt es zwei Level, die ich sehr mag. Ich hoffe, die Armbrust reicht noch. Also die Lebensflaschen sollten reichen. Aber die Armbrust, das wird knapp. Weil ich glaube nicht, dass wir die mit einem Schwert oder so attackieren können. Und haben wir ja noch die Wurfdolche, ne? Die retten den Tag dann. Genau. Nein. So, jetzt wieder. Ameisen, ich wollte schon wieder Spinne sagen. Die Ameisen wieder schlafen legen lassen. So, dann wieder die Armbrust aufrüsten. Ausrüsten. Mensch. Ja, wieder die Ameisen. Ameisen, jetzt habe ich es gemacht. Richtig gesagt. Oh. Das war eigentlich Zeitverschwendung. Komm schon. Ey, wie, du hast jetzt noch ein paar Punkte. Ja, geht doch. Können wir wieder das super Schwert hier ausrüsten. Ja, das war's mit der Ameisenkönigin. Das Problem ist jetzt halt, wir haben nicht alle Bernsteine. Ich würde ja am liebsten nochmal zurück, aber das geht nicht. Ja, dann mache ich erstmal die Zaubererde. Und dann wiederhole ich das Level halt nochmal. Das ist Dr. Daniel, Herr der Ameisen. Haltet still und ich heb den Schrumpfzauber auf. Herr der Ameisen, ja genau.